Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 11, zweite Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein 16. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtags, Drucksache 19/3493 aus 19 zu 19/3388 aus 19. Berichterstatter ist Abg. Kartmann. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich gebe den Bericht und die Beschlussempfehlung teile ich Ihnen mit im Hinblick auf den Gesetzentwurf 16, das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtags. Zunächst der Bericht. Der Dringliche Gesetzentwurf war dem Ältestenrat in der 72. Plenarsitzung am 17. Mai 2016 zur Vorbereitung der zweiten Lesung überwiesen worden. Der Ältestenrat hat den Dringlichen Gesetzentwurf in seiner 27. Sitzung am 14. Juni 2016 beraten und die unter A wiedergegebene Beschlussempfehlung an das Plenum ausgesprochen, die wie folgt lautet. Der Ältestenrat empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der SPD, DIE LINKE und der FDP den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Danke schön. Vielen Dank für die Berichterstattung. Erster Redner ist Kollege Bellino, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf auf das verweisen, was wir in der letzten oder was ich zumindest in der letzten Plenarwoche hierzu ausgeführt habe. Insofern wird es Sie nicht verwundern, dass wir uns dem anschließen, was der Ältestenausschuss mit Mehrheit beschlossen hat. Ich verweise kurz auf die 2,2 %, die uns über den Landtagspräsidenten seitens des Hessischen Landesamts für Statistik zugeleitet wurde, die uns normalerweise zustünden aufgrund eines guten Systems, an dem wir deshalb auch festhalten wollen. Das sagen wir auch noch einmal sehr deutlich, dass eben die Abgeordneten das nachvollziehen, ein Jahr später, was die hessische Bevölkerung im Durchschnitt ein Jahr vorher bereits als Einkommensteigerung hatte. Aber aus den Ihnen bekannten Gründen, Kollege Rudolph schmunzelt schon, aus den Ihnen bekannten Gründen sagen wir, geht das in diesem Jahr nicht, sondern wir schließen uns dem an, was wir auf der Seite der Beamtinnen und Beamten machen. Das ist die von Ihnen schon oft besprochene 1-prozentige Erhöhung. Zu der stehen wir nach wie vor. Aber wenn wir das so sehen, dann können wir nicht, zumindest das ist unsere Auffassung, hergehen und können sagen, auch wenn es uns laut Statistischem Landesamt zusteht, geben wir uns 2,2 %. Nein, das halten wir dann nicht für angemessen, das halten wir nicht für richtig. Deshalb bleiben wir bei unserem Votum 1 % Erhöhung in diesem Jahr. Ansonsten verweise ich auf das, was ich in der vergangenen Plenardebatte gesagt habe. Besten Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rock für die FDP. Ja. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Da sich ja kein neuer Erkenntnisstand ergeben hat zwischen der ersten Lesung und jetzt der zweiten Lesung, ist es für mich auch jetzt nicht sinnstiftend, alle Argumente zu wiederholen. An unserem damals schon dargelegten Abstimmungsverhalten ändert sich nichts. Es ist schade, wenn eine Situation entsteht, in der eben lange verabredetes Vorgehen dann situativ wieder verändert wird. Das ist eben so. Wir werden den Gesetzentwurf dann komplett ablehnen. Das würde dann auch zu einer obligatorischen Nullrunde führen. Also nicht, dass man wieder versucht, solche Argumente durch die Hintertür. Es ging uns hier um eine gewisse Anzahl von Geld, sondern es geht hier um Verfahrenswege, Umgang mit dem Parlament, dass man Dinge in Koalitionsverträgen regelt, die man unter den Fraktionen früher geregelt hat, solche Themen. Aber das haben wir in der ersten Aussprache dazu schon ausführlich besprochen. Da möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Wir werden den Gesetzentwurf ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Rudolph für die SPD-Fraktion. Falsch rumgelegt.
Frau Präsidentin, die Zettel waren dann irgendwie durcheinander gekommen. Also, Herr Kollege Bellino, war ja zumindest einmal eine etwas humorvolle Begründung. Die bekannten Gründe, Sie wollen die Abgeordnetenentschädigung mit dem Beamtenrecht verknüpfen. Das ist, Sie wissen das, nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ausdrücklich nicht zulässig. Nicht zulässig. Kleiner verfahrensleitender Hinweis. Deswegen haben wir uns im Jahr 2008 gemeinschaftlich verabredet, einen unabhängigen Parameter zu finden, in dem das Statistische Landesamt diese Zahl ermittelt. Dieses Verfahren, ich sage das für die SPD-Fraktion, hat sich bewährt. Wir haben diese Zahlen auch nie überschritten, sondern ganz im Gegenteil, sind immer drunter geblieben. Sie verknüpfen unzulässigerweise Beamtenbesoldung und Abgeordnetenentschädigung. Sie weichen damit zum wiederholten Mal, obwohl Sie jedes Jahr sagen, das sei einmalig und sei die Ausnahme. Machen Sie das. Das ist bedauerlich. Das, was im Deutschen Bundestag, was in fast allen Länderparlamenten möglich ist, dass wir verantwortungsvoll auch mit der Höhe der Diäten der Abgeordneten umgehen, wird von Ihnen gebrochen. Das bedauern wir ausdrücklich an der Stelle. Es hilft auch nichts dem Sekretär in der Besoldungsgruppe A6, wenn er auch nur 1% bekommt wie die Abgeordneten, weil das hilft ihm, wenn er die Mieterhöhung zu zahlen hat, eher weniger. Und deswegen ist die Verknüpfung falsch. Sie haben auch nicht den Mut, das klar voneinander zu trennen. Und deswegen gibt es nur eine logische Konsequenz. Die SPD-Fraktion wird gegen Ihren Beschlussvorschlag stimmen. Vielen Dank. Danke schön. Nächste Rednerin ist Kollegin Dorn, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Abgeordnetenentschädigung ist ein sensibles Thema, gerade für die Öffentlichkeit. Ich nehme auch wahr hier im Raum. Das kann ich durchaus auch verstehen. Es gibt einen Angemessenheitsbericht des Landesamts für Statistik. Da wären 2,2% sozusagen jetzt der Orientierungsmaßstab, um die Abgeordnetenentschädigung entsprechend anzuheben. Wir befinden uns aber im Land Hessen in einer Phase der Konsolidierung, der Haushaltskonsolidierung. Das empfinden wir als ausdrücklich richtig. Innerhalb der Haushaltskonsolidierung haben wir auch durchaus Punkte, die uns auch selber nicht einfach fallen. Darunter fällt auch die Beamtenbesoldung. Die begrenzen wir in diesem Jahr auf 1%. Wir sind der Meinung, dass es ein falsches Signal wäre, wenn wir uns da Wir finden, es wäre ein falsches Signal, wenn wir jetzt entsprechend uns selber eine Erhöhung von 2,2% zusprechen würden, sondern wir wollen uns selber begrenzen. Deswegen nehmen wir diese Begrenzung auf 1% vor. Alles andere wäre das falsche Signal. Vielen Dank. Danke. Und jetzt kommt Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben ja jetzt, nachdem wir Herrn Bellino die bekannten Gründe entlockt haben und das jetzt sozusagen ja auch öffentlich ist, dass Sie eine strategische Koppelung vorgenommen haben, sage ich mal, zwischen der Beamtenbesoldung und unseren eigenen Diäten, und zwar offensichtlich ja nur unter dem Aspekt, dass Sie die Gemüter beruhigen wollen, bei den sich jetzt weiter immer stärker entwickelnden Protesten und Stimmung unter den Beamtinnen und Beamten, die ja nicht nachvollziehen können, wieso sie sozusagen nach der Nullrunde im letzten Jahr und den Diskussionen, die es Anfang dieses Jahres gegeben hat, jetzt nunmehr wiederum nur mit 1% abgespeist werden soll. Aber wir kennen die Argumentation, und wir werden das in der nächsten Plenarrunde sicherlich auch noch einmal diskutieren. Das steht im Koalitionsvertrag drin, und deshalb muss das so sein, komme denn was wolle. Positiver Aspekt dieser ganzen Situation, ich habe da letztes Mal schon darauf hingewiesen, ist, dass wir zwar seinerzeit 2008 durchaus als LINKE gesagt haben, es ist sinnvoll und auch objektiv, einen entsprechenden Index hier errechnen zu lassen vom Statistischen Landesamt, was die Lohnentwicklung angeht in den verschiedenen Branchen, auch im öffentlichen Dienst, aber auch darüber hinaus, und dass das ein Orientierungswert ist und dass wir immer gefordert haben, dass zwar der Rechnungshof das feststellt, aber letztendlich wir in jedem Jahr nach jeder entsprechender politischen Diskussion eine Bewertung hier vornehmen und keine pauschale Festlegung für 5 Jahre, so wie wir es ja in der letzten Legislaturperiode gemacht haben. Und es ist
sozusagen aufgrund dieser Situation jetzt geschuldet, dass wir im letzten Jahr da nicht über diskutieren konnten, weil es ja keinen Antrag gab, aber in diesem Jahr, und dass sozusagen diese fünfjährige Automatik dadurch auch durchbrochen ist. Wir sind der Meinung, wir können schlecht damit leben, dass die Beamtinnen und Beamten so sträflich vernachlässigt werden in dieser Besoldungsrunde. Und deshalb haben wir ja auch einen entsprechenden Änderungsantrag eingebracht. Wir können aber gut damit leben, dass wir in diesem Jahr keine Besoldungserhöhung vornehmen, auch keine einprozentige. Und deswegen werden wir auch Diätenerhöhung. Diätenerhöhung, genau, da ist schon der Durcheinander. Genau. Danke für den Hinweis, dass wir keine Diätenerhöhung wollen. Und deshalb werden wir dem Antrag, der übrigens ja nie im Vorfeld diskutiert wurde intern, dann auch entsprechend ablehnen. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann lasse ich über den Dringlichen Gesetzentwurf der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN abstimmen. Wer ihm seine Zustimmung bittet, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von SPD, FDP und DIE LINKEN. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben.